Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World White Whisky. Und heute sind wir hier bei der Old Raven Destillerie und trinken gemeinsam die neueste Abfüllung von Old Raven, den Smoky Devil. Ja, und ich freue mich ganz besonders, euch hier vor meiner Kamera begrüßen zu können. Wir sind hier in der Old Raven Destillerie, quasi unsere Haus- und Hofdestillerie für unsere Gruppenabfüllung für die Worldwide Whisky Gruppe. Und wir haben unser allererstes Worldwide Whisky Gruppentreffen hier im Hause von Old Raven mit dem lieben Andi, der Besitzer oder der Eigentümer der Destille Old Raven. Dann begrüße ich meine Freunde, den André vom Kanal Whisky Evening, den Markus, den Whisky Liner und natürlich der Jochen von Malts and Metal, die mit am Start sind. Ja, und ich möchte gar nicht so viel über die Destille Old Raven mehr erzählen, weil das ausführlich beim André auf dem Kanal gesagt wurde. Ich verweise auf die Videos, weil ich denke mal so ungefähr parallel werden wir alle Videos gleichzeitig laufen lassen, ne? Verweise ich auf den André, schaut euch natürlich, oder ich zwinge euch natürlich, Andrés Video dann damit anzugucken, damit ihr über Old Raven alles erfahrt, was hier, wie die Brennprozesse sind, wie das hier alles abläuft. Da hat der Andi ausführlich alles erzählt. Entschuldige, auch die anderen. Natürlich. Das wollte ich jetzt gleich im Anschluss sagen. Wir machen natürlich weiter. Der Markus, der Whisky-Liner, auf seinem Kanal kommt noch ein Whisky. Bei dir wird es der Gentle sein, glaube ich. Ne? Und beim Jochen, der Jochen hat gemacht die Standardabfüllung, die Black Edition. Und alle Whiskys, alle wie sie hier sind, alle vier Stück, sind natürlich zu empfehlen. Das kann ich schon mal im Voraus sagen. Ja. Ne? Und wir kommen zu der neuesten Kreation aus dem Hause Old Raven. Das ist der Smoky Devil. Der Smoky Devil ist ein 5 Jahre alter rauchiger Whisky, der in einem PX, First Fill PX Sherryfass abgefüllt ist. Andi, kannst du da ein bisschen was zu sagen zu dem Whisky? Genau. Ja, wir produzieren jetzt Whisky seit 2004, machen wir das. Und es ist mit Abstand unser rauchigster Whisky, den wir jemals produziert haben. Der Whisky ist 5 Jahre alt, der Rauch ist dominant, ist sehr druckvoll und ist eingebettet in eine wunderschöne Sherry-Süße. Er ist für 5 Jahre eigentlich sehr harmonisch und viele, also bei Blindverkostungen würden sehr viele auf einen schottischen Lagavulin, habe ich gehört. Ja, genau. Andi, das und es ist mein Brennereicharakter ist hier sehr, sehr schwierig wiederzuerkennen, weil wir diesen Rauchwhisky eben mit dem Port Ellen Malz produziert haben. 45 ppm Malz war es, hier ist es drinnen. Das ist das Port Ellen Malz. Wir haben auch schon von der Brenntechnik her haben wir wirklich versucht, sehr schnell zu brennen, sehr viele Rauchinhaltsstoffe mitzunehmen. Und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und wie gesagt, es ist unser erster Heavy Peated Malt, also nach 5 Jahren. Und ich glaube, das Produkt ist absolut okay. Ja, also von der Kacke, das war der erste Whisky, by the way. Das war, als ich heute hier reinkam, war Dodo, also Whisky, viele von euch kennen ihn vielleicht noch als Whisky Dodo. Der Whisky Dodo, ja. Das war der erste, den er da hat. Wir hatten gesagt, du musst probieren. Und den haben wir tatsächlich auch alle als erstes probiert. Alle als erstes, genau. Und ich war auch direkt auf einer. Ja, ich genau. Also, genau. Wir haben hier im Glas, finde ich, also das habe ich auch beim ersten Probieren schon gehabt, wir haben hier einen untypischen Old Raven. Das hat der Andi eben auch schon gesagt. Ne? Das Destillat ist natürlich Old Raven, aber die Fassreifung des PX, des First Fill PX Sherry Fass und vor allem des Malz. Das Malz nimmt so ein bisschen den Charakter und hat so seine Eigenheit, stimmt's? Ja, genau. Es ist einmal erstens Port Ellen Malz und zweitens die Brenntechnik ist grundsätzlich bei dem Whisky ganz anders abgelaufen als bei den Destillaten, die wir vorher produziert haben. Richtig, richtig. Ihr hast vorhin gesagt, ihr habt es sozusagen. Wir haben Stoff gegeben. Wir haben Stoff gegeben. Ja. Also wenn ich den Ausdruck dreckig brennen sagen darf, dann ist er dreckig gebrannt. Also wir wollten wirklich diesen Rauch mitnehmen. Das ist uns die Jahre zuvor sehr, sehr schlecht gelungen. Wobei wir auch immer dieses gleiche Malz gehabt haben. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt umgestellt und richtig Dampf gegeben. Und dann konnten wir wirklich sehr viele Rauchinhaltsstoffe in das Destillat mitnehmen.
Und gerade bei rauchigem Whisky schadet es ja nicht, wenn der ein bisschen dreckig ist. Richtig, ist genau. Lagerwulin, genau. Das auch die Blasen, da wird ja auch. Lagerwulin, und wenn man gerade so Springbank oder so diverse schottische, genau, Destillerien nimmt, also da gibt es einige, wo man sagt, das ist dreckig. Ne? Das ist halt so ein dreckiger Charakter. Ja, und das finde ich. Wir sind dann auch hergegangen und haben gemeint, die Lösung ist dann noch in Süßwein zu lagern, also in First Fill, ja, PX Sherry. Sollten wir wirklich zu schmutzig gewesen sein, der Sherry vielleicht, der deckt uns das, ja, Ganze noch ein bisschen, aber es ist wirklich die Kombination aus Sherry mit diesem Heavy Peated Malt. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz tolle Kombination. Ja. Und ich kann sagen, und da spreche ich, glaube ich, für alle, die hier anwesend sind, wir haben alle das erste Mal reingerochen, wir waren alle sofort auf Schottland, stimmt? Ja. Also alle in Schottland gewesen mit dem Whisky, das ist kein Festlandcharakter, den wir hier im Glas haben. Das ist aber keine Fassstärke. Wir haben ja Alkohol, haben wir an die, ja, 54. Wir haben ihn mit keine Fassstärke. Es ist keine Fassstärke. Okay. Es ist keine Fassstärke. Wir haben den gefüllt mit 68, wurde er ins Fass gefüllt. Aha, aha. Und die Alkoholgradierung lag nach 5 Jahren um die 60. Dieser Alkohol hat total den Rauch verschlossen und wir haben ihn dann ein bisschen geöffnet mit Wasser und wir sind der Meinung, dass er mit 54 richtig schön dampft. Genau. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass man nicht einfach sagt, man macht Fassstärke und kann jeder selber machen, was er will, sondern du möchtest ja, dass der Rauch hier zum Vorschein kommt. Mhm. Und deswegen, richtig, hast du gesagt, ich probiere und möchte deswegen doch ein bisschen weniger als die Fassstärke haben. Damit der Rauch stärker ist. Richtig, wir haben bei Freunden habe ich den Versuch gemacht, diesen Whisky zu beurteilen von der Alkoholgradierung her. Durch die Bank waren die alle um 44, 45, 46 Alkoholgraden. Niemand hat auf 54 Volumensprozent getippt. Also der Alkohol ist derartig schön eingebunden und harmonisch. Er ist nicht störend in dieser. Das merkt man ja auch schon. Man merkt es schon. Der hat schon Druck. Okay. Also ich finde ihn einfach sehr passend, die 54. Okay. Ich finde, man merkt die 54, aber richtig, das ist genau auch so, wie man ihn kriegt. Aber in der Nase, finde ich, spürt man den Alkohol noch gar nicht so. Also in der Nase. In der Nase nicht, aber am Gaumen. Am Gaumen, ja. Am Gaumen hat so eine pfeffrige Note, so ein bisschen so eine pfeffrige Note. Genau. Die hatten wir beim ersten Mal auch. Aber ich würde sagen, wir probieren mal, glaube ich. Achso, Entschuldigung. Oh, sorry, ich habe schon. Kein Problem. Wahnsinn. Also in der Nase kann man für mich Richtung Lagavulin schon, mhm, aber da gibt es ja den 8-Jährigen oder den 12-Jährigen. Das war jetzt nicht so der 16-Jährige, war eher, und im Geschmack, es war ja der allererste Whisky, den ich hier zur Begrüßung bekommen habe, ohne irgendwelche Sachen vorher zu probieren, 7 Stunden Fahrt, dann kurz hier willkommen sagen und dann Whisky. Genau. Und da habe ich dann gesagt, okay, Lagavulin in der Nase und im Geschmack süß. Ich hatte wirklich so erst süß. Dodo hat mich ein bisschen komisch angeguckt, weil ich das süß fand, er nicht so. Doch, passend, er ist süß. Aber ist ich süß. Fand ihn am Anfang. Ja, ich finde ihn aber auch süß. Ich finde, ja, ihn sehr süß und ich finde eine schöne harmonische Rauchnote und er ist auch schon kräftig rauchig, finde ich. Also er ist nicht. Die 68%, ja, mit denen wir momentan ins Fass füllen, die entnehmen diese Restsherrystoffe zur Gänze. Also, ja, das Lösungsmittelalkohol greift hier richtig schnell rein und du kriegst nach 5 Jahren die komplette Sherry-Palette raus. Also, okay. Also sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich finde der Alkohol, also ich würde ihn jetzt auch gar nicht mehr verdünnen. Ich glaube, ich brauche da gar kein Wasser. Weil ich hatte ihn vorhin schon mal mit Wasser und fand es gut, so wie er ist. Richtig, der ist so gut, wie er ist. Er hat eine leichte Pfeffernote, finde ich. Er hat so ein leichtes Prickeln auf der Zunge. So, gut, ich habe jetzt. Also ich sag mal so, zu dem Whisky hilfst du kein Malbuch und Wachsmalstifte gemalt. Ja, das ist schon. Nicht zu Weicheier. Ja, aber, ja, nee, aber wirklich super, super schöner Whisky, finde ich. Ja. Und ein ganz untypischer Old Raven, aber ein schöner Old Raven. Ne? Und diese Port Ellen Malzgeschichte, Anni, das finde ich gut. Also hast du da jetzt mehrere Fässer von dem noch. Es gibt 5 Fässer. Fünf Fässer. Und eines hast du jetzt abgefüllt damit. Jetzt, ja, ist eines gefüllt, richtig, so, ja. Und das heißt, den gibt es aktuell noch zu kaufen? Man kann ihn kaufen bei Selbstverständlich. Dir? Selbstverständlich. Der wird uns in den nächsten Jahren sicher nicht ausgehen. Richtig. Das ist schon mal sehr gut. Aber die anderen Fässer werden auch bestimmt noch so leicht immer ein bisschen ihre eigene Charakter definitiv haben. Definitiv. Die Richtung, ne, ist vorgegeben. Ja. Nur der Faktor Zeit arbeitet daran. Richtig. Schön. Also, dann finde ich das sehr, sehr, sehr gelungen. Das ist ein Whisky, der wirklich sehr gut gelungen ist. Und ich denke mal, da werden wir uns alle natürlich mit eindecken. Ne? Da werden wir uns alle ein paar Flaschen mitnehmen nach Hause. Weil sowas darf man nicht stehen lassen, finde ich. Ja. Das ist auch ein Whisky, den trinkst du halt. Ne? Was man halt immer sagen muss,
nachdem man es probiert hat, ist man wirklich absolut überrascht, ja, wie gut das ist. Wie gut es ist, genau. Weil allein von den, ja, Daten her würdest du manchmal sagen, weil du bist halt einfach ein bisschen vorgeprägt, immer auf Schottland, ja, sage ich jetzt mal von, ja, meiner Seite her. Aber wenn du jetzt den probiert hast. Aber gut, das mit Schottland, das haben wir ja bei unseren Gruppenabfüllungen ja auch schon gehabt. Wir finden ja alle, dass Old Raven sehr, sehr schottische Anklänge hat. Ne? Also gut, du hast deinen eigenen Charakter mit dem Rohbrand, den der Andi uns auch noch geben wird, den wir nachher auch noch probieren dürfen, finde ich, der hat immer diese bärige, diese rosinige Note, also Rosine, dieses bärige, das werdet ihr noch sehen. Aber sonst im Whisky findet man ja immer in den anderen Whiskys, der den Charakter widerspiegelt, immer diesen Waldboden, diese Pilzgeschichte, die du auch schon in deinem Video gesagt hast. Ne? Ja, genau. Das das hat man halt in. Das ist der Charakter von Old Raven. Ne? Das finde ich sehr. Also diese Pilzgeschichten kann ich mir hier bei dem eigentlich eher nur einbilden. Ja, richtig. Also das, weil er muss ja ganz so, ja, richtig. So, ja. Der typische ist es nicht. Nee, ne? ist er nicht. Aber ganz einfach. Ja. Nur wenn man es weiß, die Rosine bekommt man noch dezent raus. Aber was halt wirklich untypisch bei dem ist, diese maritimen Noten. Das ist ganz Neues, was komplett Frisches, Neues, Innovatives, was man so eigentlich noch nicht in dem Rahmen hatte. Du würdest blind nicht auf Österreich tippen. Nein, niemals würdest du blind auf Österreich tippen. Ich wäre bei einer Jung Lagavulin Distillers Edition. Ja. Lagavulin Distillers Edition 8 Jahre. Also du siehst, Andi, wie begeistert wir sind von deinen Whiskys und du und behalte das bitte unbedingt so bei, wie das so ist. Du experimentierst ja auch sehr viel, ne? Das weiß ich. Du kaufst sehr viele Fässer, du verschiedene Fässer auch, ne? Also du hast auch historical Fässer, ne? Sehr alte Fässer und so. Also das behalte unbedingt bei, weil ja, wir sind begeistert von den Whiskys, ne? Also mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, liebe Whisky-Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das Video auch gar nicht allzu lang, weil wir haben noch eins vor uns. Der Andi, wir strapazieren heute den Andi ein bisschen, ne? Aber ich bedanke mich bei dir, Andi, dass du uns Einblick in deine Destillerie gibst, dass wir hier in deinen heiligen Hallen, sage ich jetzt mal so, sein dürfen. Ne? Hier seht ihr auch im Hintergrund da schon so Fässer. Und, ne? Da ist übrigens überall Whisky drin, das ist kein Deko, die reifen vor sich hin. Hier unten ist auch ja, eine angenehme Kühle, ne? Also es ist nicht zu warm hier. Und besucht mal den Andi, du hast ja auch einen Gasthof, ne? Also man kann hier auch sehr schön essen, unter anderem. Gut essen. Ja, und Andi hat auch ein sehr schönes Bier, das muss man ja auch mal erwähnen, ne? Also wer gerne Bier trinkt, kommt einfach her, hier nach Österreich. Das ist im Lafnitztal, das ist Burgenland, aber ihr grenzt schon sehr dicht an die Stadt. Wir sind direkt an der steirischen Landesgrenze, richtig. Direkt an der Steier. Es ist sogar das Zollhaus gewesen, ja, früher, das Burgenland ist das jüngste Bundesland, genau, in Österreich. Und das war das Zollhaus zwischen Österreich und Ungarn. Also und ein Whiskylager sind die Tagesarrestzellen vom alten Zollhaus. Dort liegt jetzt auch Whisky drin. Da können wir uns nachher anschauen. Also Leute, ihr seht, also wir erfahren immer wieder Neues. Ja, also leider noch mal vier Videos später. Den Link zum Gasthof verlinke ich unten in der Beschreibung. Also geht da mal rauf und wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mal gerne Urlaub machen wollt, fahrt hierher, macht es. Sehr schön hier die Gegend, ne? Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ich bedanke mich beim Andi ganz, ganz herzlich. Ne? Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch mit dabei wart. Und ich verabschiede mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.